Ja, willkommen zurück zu Valiant Hearts. Wir erkunden weiter den Bunkerkomplex, nachdem wir die ganzen Soldaten ausgeschaltet haben. Gucken wir einfach mal weiter, was hier noch so ist. Ja, da möchten sie nicht, dass wir durchkommen. Das sehe ich anders. wir werfen das natürlich schön durchs Feuer direkt vor die Tür. Ja, direkt vor die Tür ist anders. Aber hat gereicht. Sehr gut. So. Das heißt, wir kommen jetzt hoch. Und die Vaults kommen wahrscheinlich da durch die Tür. Oder auch nicht. Ah, der ist gleich wieder da. Bestimmt. Hey, Isa. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was ist denn da rechts? Oh, oh, vielleicht was da reingelatscht. Okay, wir müssen auf jeden Fall. Ah, nein! Wollte einmal schnell sein. Ich bin so ein Idiot, ne? Ja. Okay. Ja, ja, ja. Oh, der kommt jetzt. Ach, ja. Und sonst so. Ja, bla, bla, bla. So, einfach mal nicht übermütig werden hier. So. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Das wäre was. So, jetzt müssen wir müssen doch einfach nur hier. Jawohl, so nehme ich. Vorsicht, da liegt doch eine Dynamitstange. Sehr gut. Ja, nur. Oh, ich dachte jetzt schon. Gut, so, hier kriegen wir noch ein Dynamitchen. Der Hundi-Hund kann uns jetzt das Ding da machen. Was uns immer das bringt. Ah, Moment. Komm noch mal ran hier. Komm noch mal ran um einen Meter. Hallo? Ah, okay. Ich hab's verstanden. Das ist ein Timing-Spiel. Das bleibt leider nicht die ganze Zeit an. Heißt, wir springen jetzt da einfach. Ja. So ein Timing-Spiel, ne? Das ist ja was. So, der kommt doch jetzt wieder. Mach mal an. Hallo. Nein! Der kommt wieder. Jawohl. Peng. Vorwärts, Sauhaufen, Lotte. So. Jetzt geben wir ihm auf das Fressbrett. Hoffentlich. Erstmal gucken, was hier oben ist. Hier oben ist nichts. Zum Glück haben wir nachgeguckt. Ja, komm. Hm.
der Wurzeln! Knibbel der Wurzeln! Was? Moment. Erstmal da durchgehen und du zieh mal den Hebel. Was bringt mir das? Jetzt mal so ehrlich. Außer, dass ich da hinten reinwerfen kann jetzt, ne? Nur wie ist die Frage? Ja. So nicht? Ah, schon wieder so ein... Boah, das war ja echt assig. Ah, okay, das reicht so auch. So, der erste ist schon mal kaputt. Jetzt nur noch irgendwie gucken, wie wir den zweiten kaputt kriegen. Wahrscheinlich muss ich da sogar werfen, wenn er unten ist. Würde ich jetzt mal. Na komm. Ja, so nehme ich. So, jetzt können wir hier durchgehen. Erstmal wieder ein Dynamitstink hier mitnehmen. Obwohl das so lang Quatsch ist. Ja, lauf weg. Der Freddy ist kommt. So. Gehen wir mal hier hoch. Und dann hier durch die Tür. Oh. Haha, Überraschung. Ist doch Annas Papa, den wir hier haben. Der Wissenschaftler. Dann gucken wir mal, dass wir den Oberst jetzt bekommen. Wow. Ah. Gut. Weg von der Action. Jetzt erstmal mit Emil das Rettungskommando spielen. Da haben wir ja vorhin schon gesehen. Ich weiß nicht, ob in dieser oder in letzter Folge. Wo wir da hin müssen. Nämlich hier. Und da können wir ja jetzt oben uns durchbuddeln. Und dann in dem entsprechend. Ist der. Warum ist der Schrank wieder zu? Okay, da ist nichts drin. Jetzt buddeln wir uns hier einfach durch. So. Kann ich hier hoch? Nein. Schade. Ich dachte, ich kann die Kanone benutzen. Blöd. Wir laufen einfach weg. Ist egal, was unser Freund hat. Okay, hier kann ich nicht. Aha. Zu Ehren der Gefallenen. Yay, eine Uplay-Aktion abgeschlossen. Davon habe ich immer schon geträumt. Okay, also er rammt da jetzt die ganze Zeit rein. Da schwebt eine Dynamitstange. Wenn ich jetzt die da durchwerfe. Ja, ich suche die ja dahin. Das ist ja, sag ich mal, nicht in der Sache, oder? Oder muss ich die vielleicht hier so hinstellen? Ach ja, zum Glück gar nicht aufregend. Nein. Okay, ein bisschen höheren Winkel. Ja, nein! Jetzt aber. Scheiße. Okay, wir müssen echt schnell sein. Na, jetzt habe ich es wenigstens verstanden, aber... das hilft ja nichts. Ich habe ja immer noch keinen Winkel gefunden.
Ich muss den Beben auf jeden Fall da reinhämmern. Erstmal die Kiste hoch. So. Jetzt würde ich einfach mal sagen, so. Und jetzt. Ja! Beim ersten Mal! Oh, musste der da gar nicht rein? Oder doch nochmal? Wahrscheinlich nochmal, ne? Wie sich das für so einen Endgegnerkampf gehört, dreimal wahrscheinlich, ne? Oh, oder da vorne drauf. Jawohl! Ja, aber vorwärts ist eine andere. Oh, scheiße. Obwohl die Festung teilweise zerstört war, hielten die Deutschen ihre Stellung. Der Angriff war fehlgeschlagen. Feuerpause, Erfolg freigeschaltet. Kapitel 3. Enttäuschte Hoffnung. Meine liebe Tochter, der Krieg hat mir einen teuren Freund genommen und sein Verlust trifft mich härter, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Karl ist immer noch südlich von Reims interniert, aber sein Zustand verbessert sich langsam. Bei nächster Gelegenheit werde ich versuchen, eine Besuchserlaubnis zu erhalten. Und du? Wie geht es dir? Hat sich das Leben in Saint-Mihiel gebessert? Leider musste Karl feststellen, dass sich nichts gebessert hatte. Aus Maries Brief erfuhr er, dass sein Sohn schwer erkrankt war. Karl fasste einen Entschluss. Da der Krieg niemals enden würde, musste er fliehen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ist Freddy gestorben? Und der Vater von Anna? Krass. Schnuppermaß, Krüger ab. Wie krass. Okay, der möchte was zum Anfang haben. Ich will gerade der Aster dabei. Und der will was zu rauchen haben. Na gut. Alter, wie krass wäre das denn jetzt? Wenn die tot wären. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Ich wäre jetzt echt ein bisschen, baff. Also, krass. Top. Die Kriegsgefangenen. Auch in der Kriegsgefangenschaft wurden nicht alle Soldaten gleich behandelt. Es gab Lager, die Offiziere vorbehalten waren und andere für die einfachen Soldaten. Die Gefangenen waren in der Regel mehr oder weniger unterernährt, je nachdem, wie es um die Versorgungslage der einheimischen Bevölkerung bestellt war. Als Zwangsarbeiter mussten sie die eingezogenen Zivilisten ersetzen und wurden häufig in der Rüstungsindustrie, der Landwirtschaft oder im Bergbau bzw. und im Bergbau eingesetzt. Insgesamt wurden während des Krieges 8 Millionen Gefangene gemacht, davon saßen 2,5 Millionen in deutschen Lagern. Ja, das, also so lustig wie das da hinten aussieht, glaube ich, wobei das sind, glaube ich, auch Deutsche, kann das sein? Nee, Franzosen? Ja, wir sind ja jetzt in Deutschland, also das werden dann wahrscheinlich Franzosen sein. War das, glaube ich, oder war das eher nicht? Okay, neues Tagebuch freigeschaltet.
8. Mai. Ich sitze hier seit 11 Monaten in diesem Gefangenenlager südlich von Rolmsfest. Ich werde langsam wieder gesund und kann sogar wieder laufen. Das verdanke ich nur Anna. Maries letzter Brief hat mich beunruhigt. Victor ist sehr krank und in St. Mihiel verfügen sie nicht über die Mittel, ihm zu helfen. Ich muss hier weg. 18. März, das ist also noch vorher. Das ist ja Mai, das ist März. Victor ist krank. Er hat seit 3 Tagen nichts mehr gegessen und ist ganz blass und schwach. Er braucht Fleisch, aber ich habe nichts mehr für ihn. Ich hoffe, es geht ihm bald wieder besser. Karls letzter Brief hat mich beruhigt. Er kann wieder laufen. Eine Schwester kümmert sich im Gefangenenlager um ihn. 15. Juni. Achso, das ist ein Jahr, komplettes Jahr später. Achso, genau, das hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann gelesen. Das war das, wo wir ihn aus der Mühle befreit haben. Jo, krass. Heute ist ein trauriger Tag. Freddy und Walt sind gestorben. Mögen sie in Frieden ruhen. Ja, damit ist es jetzt offiziell. Freddy ist auf jeden Fall tot. Und Walt müsste der Vater von Anna gewesen sein. Ja, das ist krass. Das hätte ich so jetzt nicht gedacht. Okay, hier komme ich nicht weiter. Krass. Okay, er braucht Medizin. Was ist das denn? Was ist denn? Achso, wenn ich das hochfahre, da muss wahrscheinlich die Medizin rein. Okay. Also, mal wieder etwas suchen. Heftig, ey. Okay, für den brauchen wir was zu mampfen. Was ist denn auf der anderen Seite? Hier ist Medizin. Ja, ja, ja. Ah, genau, hier ist Stacheldraht. Ja, genau. So, das war's. Okay, dann gehen wir mal hier einen weiter nach hinten. Hier ist, das wird das Lazarett sein, ja. Oder, ja, oder eine Baracke oder so. Belgatte, Alster Bay. Den Knoten auf der Klaus. Da oben ist Tabak, den brauche ich. Okay, anscheinend hier kann ich noch nichts machen. Boah, die leben da in Saus und Braus, ey. Hier sind die kleinen Scheißhäuschen. Okay, da muss ich wahrscheinlich was gegenwerfen. Wir finden viele Sachen, die wir irgendwie machen können. Okay, hier kommt was, kein Wasser an, klar. Da habe ich doch was. Haha, ist klar. So, erstmal was gefunden. Warte mal, da ist Wasser. Nee. So, bringt uns das aber wenig. Was denn, wenn ich das nochmal bin? Nom nom nom. Nomad. Jetzt muss ich nur. Warte, nochmal. 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 Ja, jetzt habe ich da einen 1A Wasserkreislauf. Das bringt uns aber nicht weiter. So. So, dreht er sich dann. Ich brauche... das muss auf jeden Fall... Ich soll jetzt mal so stehen.
Ja gut. Wie wir dieses Rätsel hier lösen, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Valiant Hearts. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin, auf Wiedersehen.